Geisterschutzvorrichtung. Du bist auf dich allein gestellt. Immunologen testen die Grenzen ihres Wissens wirklich gern aus, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Das macht sie lediglich menschlich. Zerstöre die Geister. Es ist furchtbar ruhig. Warum ist es so furchtbar ruhig? Die Geisterschutzvorrichtung wirkt nicht mehr. Geisterschutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Sie haben uns noch nicht bemerkt. Bleib unten. Nicht gut. Hier, bedien dich! Ariadne-Faden, der einen durch die Leere geleitet. Äußerst nützlich. Ja, sehr nützlich, bis die Maus den Faden abbeißt und du richtig gearscht bist. Gruseliges Versteck. Die Brut des Gouverneurs hat ein Flair fürs Dramatische. Das ist wirklich dunkle, falsche Magie. Sie ist verboten. Ich hab's gelesen. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich. Was ist das für ein Zeug? Verbannerregel Nummer 4. Wenn Schleim austritt, nicht anfassen. Wieder ein verbocktes Experiment? Vielleicht entstammt es ursprünglich der Leere. Der Kadaver ist anders. Ist wohl an einer Krankheit gestorben. So, ihr könnt mich also sehen. Ihr steckt doch voller Überraschungen, mein junger Master. Ihr müsst reden. Der Geist einer Verbannerin? Wahnsinn! Wie in Gottes Namen habt ihr mich gefunden? Ach, egal. Dem Herrn sei Dank dafür. Ich hatte schon befürchtet, hier alt zu werden. Lamentation. Richtig?
Erinnert ihr euch an mich? Nennt mich Lemmy. Ja, ich erinnere mich. Ihr spracht mit meinem Vater. Was Verstecke anbelangt, ist die Lehre eine durchaus interessante Wahl. Ja, es ist ein unglaublicher Ort. Oder eine Ebene? Eine Welt? Das Aralu lässt sich gar nicht so leicht beschreiben. Aber es zu studieren ist faszinierend. Verratet mir doch, wie ihr an den Wächter unter der Mühle vorbeigekommen seid. Habt ihr eine Attrappe verwendet? Wir haben gegen ihn gekämpft. Wechselt nicht das Thema. Ihr habt ihn bekämpft, aber natürlich. Gute Sache. Ich hatte befürchtet, er hätte mich nun durchschaut. Oh, aber ich habe so viele Fragen. Wir sind nicht zum Spaß hier, Junge. Außerdem stellen wir hier die Fragen. Oh, natürlich. Es erweckt den Anschein, als würdet ihr knietief in euren Forschungen stecken. Was genau macht ihr hier? Ich suche natürlich nach dem Ursprung für den Fluch, der auf den Harrows lastet. Und ich habe auch schon eine Theorie dazu. Natürlich habt ihr das. Sprecht. Zuerst dachte ich, das Wasser wäre vergiftet worden. Aber mein Vater hat den Brunnen versiegelt und die Leute wurden trotzdem weiter krank. Sie haben nach Hexenwerk gesucht. Zwar ein närrischer Aberglaube der ungebildeten Massen. Und doch ist ein Hauch Wahrheit daran. Seht ihr, das Aralu verdirbt New Eden. Sein Einfluss reicht bis in die Harrows. Die Beweise dafür sind überall zu sehen. Könnt ihr das mit Sicherheit sagen? Wo sind eure Beweise? In New Eden ist die Schwelle zwischen unserer Ebene und dieser dünn. Selbst ich, ein Novize, kann das Grenzgebiet erreichen und noch weitergehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass es nicht das erste Mal ist. Vor einigen Jahren wurde New Eden schon einmal von einer Epidemie heimgesucht. Stimmt. Das hat man uns in Fort Jericho erzählt. Ich glaube, die erste Epidemie war ein Ergebnis der relativ großen Durchlässigkeit der Grenze zwischen New Eden und dem Aralu. Aber während sich damals das Fleisch entzündete, werden heute Gedanken und Geist korrumpiert. Und ich glaube, ich habe die Quelle gefunden. Es gibt eine Substanz, einen merkwürdigen Schleim. Er ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich halte ihn für die wahre Quelle des Gifts in den Harrows. Er hat einen ganz eigenen Gestank. Wenn ich ihn rieche, vernebelt er zunächst meine Gedanken. Dann verliere ich die Kontrolle über meinen Körper. Was hofft ihr, an der Quelle des Schleims zu finden? Ein Heilmittel. Der Schleim sickert in unsere Welt und macht uns krank. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Leider kann ich die Quelle nicht erreichen. Das Aralu ist ein imposanter Ort. Komplex. Ein Irrgarten, der sich ständig verändert, sich neu formiert. Dieser Isthmus zum Beispiel. Der Schleim trat aus einem Riss im Boden aus, aber das Terrain formte sich neu. Und nun komme ich dort nicht mehr hin. Vielleicht finden wir einen Weg hindurch und können einen Blick auf diese sogenannte Quelle werfen. Das würdet ihr? Das wäre wunderbar. Würde es euch etwas ausmachen, Notizen zu machen? Ihr seht Geister. Ihr schlendert durch die Leere, als wäre sie euer Garten. Ihr kennt verbotene Rituale und gebt sie weiter. Wer seid ihr wirklich? Ich bin Lemmy Haskell. Ein Mann vieler Wissenschaften. Ich strebe, so könnte man sagen, nach der ultimativen Wahrheit. Das wirft mehr Fragen als Antworten auf. Was sind die Säulen des Universums? Was regiert unsere Existenz? Verändern wir als Okkultisten die Welt oder kratzen wir nur an der Oberfläche? Jede neue Disziplin enthüllt eine weitere Schicht der Realität. Ich bin noch am Anfang, aber sieh schon, wie weit ich gekommen bin. Erstaunlich, oder? Seid ihr ein Dämonologe wie euer Vater? Mehr oder weniger. Eher doch weniger. Mein Vater betrachtet Okkultismus durch die Linse seines Glaubens. Aber ich weiß es besser. Also, doch mehr? Wenn ihr den Glauben eures Vaters nicht teilt, an was glaubt ihr dann? Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Die Beweise sind überall. Und wenn die Lehre für ewige Verzweiflung steht, muss es auch einen Ort der Hoffnung geben. Aber ich frage mich, wo? Wo nur? Euer Vater ist überzeugt, eine Hexe habe den Brunnen vergiftet. Caleb Watson wurde durch eines eurer Rituale verflucht. Konzentriert euch besser.
Wir müssen dem Teufel mit seiner eigenen Masche trotzen. Das ist das Reinste aller Werke Gottes, pflegte mein Vater immer zu sagen. Ja, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass euer Vater so etwas sagt. Mit 10 kam ich zum ersten Mal mit Dämonologie in Kontakt. Er sah mich als seinen Erben an. Aber dann auf einmal waren die Bücher für mich verboten. Also stahl ich sie. Die gleichen Bücher, die ich als Junge stets lesen musste. Im Gegensatz zu ihm verstehe ich sie. Ich habe nichts Falsches getan, außer dass ich sie klaute. Dann sehen wir uns diesen Schleim mal genauer an. Nachdem dieser Klagegeist nun fort ist, kann auch ich fortgehen. Bitte gebt auf euch Acht. Mein Zuhause steht euch immer offen. Wenn ihr irgendwas braucht, bedient euch. Das Aralu ist nicht euer Zuhause, Lani. Trotzdem, danke. Entschuldigt meinen morbiden Enthusiasmus, Fräulein Duarte. Aber dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Was möchtet ihr wissen? Müsst ihr noch... Antea, wir sollten von hier weg. Sieh einer an. Der unscheinbare Sohn des frommen Gouverneurs ist also unser finsterer Hexer der Harrows. Je unberechenbarer jemand ist, desto gefährlicher ist er. Ja, ich... Ach, Gott! Ekelhaft! Ich brauche hier ein klein wenig Hilfe! Geisterschutzvorrichtung. Ich brauche deine Hilfe. Da bist du. Da bin ich. Sehen, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Wo sind wir jetzt? Unter der Erde, wie es aussieht. Na, wunderbar. Der Schleim hat auch Einfluss auf das Lebendreich. Wer ist da? War das ein Geist? Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass wir allein sind. Und was mag das wohl sein? Als ich gedacht hätte. Ist das ein Haus aus den Harrows? Wir könnten unter dem Brunnen sein. Kein Wunder, dass sie alle krank geworden sind. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es?
Dieses Haus hat einst wohl Antipas und Clemency Gibbs gehört. Ihr Land lag brach. Sie hatten kaum Geld. Schau nach oben. Der Schleim hat sich einen Weg durch das Gestein gebahnt. Allen Häusern ist nur dieses eine in die Tiefe gestürzt. Vielleicht war es etwas Persönliches. Könnte das Haus zur Zielscheibe des Schleims geworden sein? Gar keine Frage. Seh dich bloß mal um. Mr. und Mrs. Gibbs, habt ihr meine Arbeit gelesen? Das habe ich, ja. Dann habe ich mir die Hände gewaschen und Gott um Gnade gebeten. Ihr behauptet, beweisen zu können, dass es keinen Fluch gibt. Nun... Das ist genau das, was eine Hexe behaupten würde, stimmt's? Wo immer Leute zusammenleben, brechen Krankheiten aus. Und ich glaube... Was tut ihr da? Wir bereiten euren gemeinen Lügen ein Ende. Wir kennen euch und werden über euch richten. Hexe! Das war Deborah. Sie hat rationale Argumente angeführt, aber sie haben sie in der Luft zerrissen. Das war's für dich. Sie bringen noch mehr Freunde mit. Mrs. Gibbs, nehme ich an. Schatten. Was wollen die von uns? Ren, irgendwas behindert mich. Hier? Oh, Mist. Ich sehe eine Geisterschutzvorrichtung. Was machen die hier unten? Irgendwas hat mich im Griff. Geisterschutzvorrichtung. Besser. Gern geschehen. Untersuchen wir jetzt die Leiche. Ich weiß. Ich hatte nichts anderes von euch erwartet. Es ist alles. Wir kriegen
stehe nicht einfach nur. Bewegung. Clemency Gibbs hat die Epidemie auf eine Hexe geschoben, die angeblich mit dem Gouverneur nach New Edentown gekommen war. Deborah hat was anderes gesagt. Die Gibbs waren keine Freunde rationaler Erklärungen. Siehst du was? Entweder ist das Grundwasser voller Schleim, oder es gibt noch eine andere Quelle. Wir sollten flussaufwärts weitersuchen. Du kriegst das hin, Kumpel. Da drüben. Trügerische kleine Mistkerle. Wie ich das liebe. Zeit zu glänzen. Plötzlich so belebt. Ein seltsames Gefühl, aber eher angenehm. Hab's dir ja gesagt. Tritt da nicht rein. Ich meine es ernst. Dann suche ich nach einem anderen Weg. Sind das Echos, die wir hören, oder flüstern die Schatten uns zu? Sie erscheinen immer in der Nähe des Schleims. Und dort hören wir auch das Flüstern. Aber was war zuerst? Beweise vernichtet.
werden dieselben Wörter geflüstert. Immer und immer wieder. Was könnte so besessen von einer Sache sein? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Treibt den Schweden auf, bevor er von der Leiche Besitzer greift. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Nicht dir helfen. Sieht absolut trinkbar aus. Berühmte letzte Worte. Warum hat sich das Gift nicht bis zum Grundwasser ausgebreitet? Vielleicht verändert es ständig seinen Zustand, wie die Leere. Es ändert definitiv seinen Standort. Der Schleim scheint eindeutig von einem bestimmten Ort zu kommen. Niemals wütend zu machen. Unser Land ist bis aufs Mark verdorben. Und zu diesem Schluss kommst du erst jetzt. Wenn ich deine Meinung hören will, sage ich dir vorher, was du zu sagen hast. Und wenn du mir eine eigene Meinung zugestehen würdest, wäre das besser für uns beide. Jemand ist dir vorbeigekommen, eine echte Person, nicht nur ein Schatten. Wer immer das war, der Schleim hat ihn wohl erwischt. Was denkst du, Anthea? Du wolltest doch deine eigene Meinung haben. Na los, lass dich von mir nicht abhalten. Das muss Antipas Gibbs sein. Unglaublich, dass er diesen Sturz überlebt hat. Mach dich ruhig auch mal nützlich, Anthea. Was meinst du, was ich hier tue? Dieses Gottesland! Wie konnten wir eine Hexe in unsere Gemeinde lassen, die auch noch unsere Kinder unterrichtet? Kein Wunder. New Eden quält über vor Abtrünnigen. Und der Gouverneur ist der Schlimmste. Ja, so viele mussten erst krank werden und sterben, bis er etwas tat. Aber noch ist es nicht vollbracht. Wir müssen den Kampf im Namen des Herrn fortführen und den Teufel ganz und gar vertreiben. Viele wollen der Hexe den Prozess machen und sie tot sehen. Wunderbar! Noch mehr Spaß! Thank you.
Teufel soll dich holen? Die Dinger stammen aus dem Schleim. Die sind wie diese orientalischen Gestaltwandler, gegen die wir in Bremen gekämpft haben. Obake würden flüssig. Das Ehepaar Gibbs war so voller Zorn. Reinste, hochmütige Bigotterie. Vielleicht standen sie unter dem Einfluss des Schleims. Ich meine, wir keifen uns ja auch schon die ganze Zeit an, seit wir hier sind. Wir haben sie gefunden, die Quelle. Wie kommen wir jetzt dahin? Wenn du dich ausruhen musst, dann am besten hier. Mich beschleicht das Gefühl, dass das der versiegelte Brunnen ist. Am Eimer haftet Verdorbenes. Was ihr seht, werdet ihr ernten. Beweist, verlassen, bekannt. Das ist euer Schicksal. Ich kann das lebhafte Echo der Erinnerung eines Geistes spüren. Der Teufel atmet weiter durch ihren Mund. Wir sind verflucht und ihr schindet bloß Zeit. Clemency, Antipas, bitte. Die Frau sitzt im Gefängnis. Sie wird vor Gericht kommen und der Gerechtigkeit wird Genüge getan, so wie es das Gesetz will. Und das aus dem Mund von jemandem, der selbst Magie benutzt. Können wir dem Urteil von euch oder eurem Dämonologenfreund denn wirklich trauen? Könnt ihr es wagen, solch blasphemische Unterstellungen zu äußern? Ich bin ein Mann Gottes. Dann tut, was Gott euch befiehlt. Wir bitten euch doch nur um Sicherheit, Gouverneur. Wenn ihr sie uns nicht geben könnt, wird das Konsequenzen haben. Der Gouverneur hat Urim und Thummim benutzt. Dadurch hat seine Herde Verdacht geschöpft. Orakelsteine. Er muss sie in den Brunnen geworfen haben, bevor er ihn versiegeln ließ. Aber wieso jetzt? Er hat Angst. Die Erde hat das Haus der Gibbs verschlungen. Vielleicht dachte er, er wäre der Nächste. Die Gibbs zogen bei dem falschen Hexenprozess die Strippen, aber er ließ den Brunnen versiegeln. Das Echo beweist, dass die Dinge aus dem Ruder liefen. Haskell fürchtete um seine Sicherheit und die seines Sohnes. Er muss furchtbare Angst vor der misstrauischen Meute gehabt haben. Das kann nichts Gutes bedeuten. Seid ihr. Halt! Gestellt! Sind Sie zum Reden? Wenn wir reden, werdet ihr uns hören? Unverschämtheit! Provokation! Verlest die Anschuldigungen! Red Rory McGrath! An euren Händen klebt Blut. In euren Herzen hat sich Schwäche breit gemacht. Schuldig! Jetzt werdet ihr das Böse zu vernichten! Dann macht ihr gemeinsame Sache mit Hexen. Ihr habt geschworen, alle Geister zu verbannen, und doch steckt ihr mit einem unter einer Decke. Die Anschuldigungen lauten: Feigheit, Reinheit, Täuschung. Das Urteil lautet: Schuldig. Die Strafe lautet: Ewige Pein im Jenseits.
Ich bin kein Hexenjäger. Ich war auch nie einer. Soll ich das sein? So ein billiger Trick. Was zum Teufel ist da gerade aus dem Schatten gesprungen? Es funktioniert. Mach weiter. Sind gefährlich und ich habe keinen Grund, Gnade walten zu lassen. Das wird mich noch lange verfolgen. Nein, jetzt nicht mehr. Ich muss mich ihm stellen. Ein fieser Brocken. Ich kümmere mich um das Ding. Ihr stellt euch als Retter dar, die uns erlösen wollen. Aber durch eure dunklen Künste wird das Böse nur noch stärker. Ihr seid Hexen und Hexen müssen sterben. Wir nutzen unsere Rituale, um den Lebenden zu helfen, nicht um sie zu verfluchen. Magie ist nur ein Werkzeug. Magie ist etwas Bösartiges. Na los, Junge, reiß dich zusammen. Furchteinflößend, oder? Verdammt, Schatten!
Lass mich das beenden. Ich kann nicht mehr. Können wir jetzt bitte gehen? Das war furchtbar. Dieser Prozess. Als ob Deborah uns vor Augen halten wollte, was sie durchmachen musste. Aber ich fühle nur Niedergeschlagenheit. Ich fühle mich so machtlos, als ob wir immer einen Schritt hinterherhinken würden. Justitia hat hier gewaltig versagt. Natürlich. Das ist es. Ich weiß, was das war. So ein Schemen der Ungerechtigkeit hat einen bestimmten Namen. Die mythischen Infamen. Die kenne ich bisher nur aus Büchern. Sie sind so rar, dass die meisten sie für Legenden halten. Unwissenheit ist schuld. Die Epidemie hat sie um den Verstand gebracht. Sie konnten sich der Wahrheit nicht stellen, also zeigten sie mit dem Finger. Und so wurde ein furchtbar Spektralwelt in der Nähe. Schütze. Jahrelange Übung. Das da unten, das war. Ich war angespannt. Ich war ungeduldig. Das war der Infame, nicht du? Ich weiß. Das ändert nichts an der Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder so viel Wut in mir spüren würde. Das waren Deborahs Gefühle. Nicht deine. Wie erquickend ist es für die Seele? Eine Sache, meine Freunde, ist die absolute Wahrheit. Frevler sind sich selbst der größte Feind. Oh, gut. Seine neueste Das Versprechen des Herrn, sie von der Hölle zu erlösen, lässt sie jubeln. Die Erlösung von Leid und Sünden durch den Herrn hier auf Erden nicht. Das sieht für mich nicht wie die Erlösung von Leid und Sünden aus. Die Frevler flehen Gott an, sie von den Flammen der Hölle zu erlösen. Während sie selbst das Feuer schüren.
Sie bekunden ihre Liebe zu Gott, doch sie tragen seinen Namen nur zum eigenen Vorteil auf ihrer Zunge. Ihre Selbstverliebtheit bröckelt im Lichte ihrer Missetaten. Viva, viva. Mr. McGrath, mein Freund, ich bin ja so erfreut, dass ihr mir zustimmt. Nun, der Übeltäter zweifelt nie. Ich habe eure Antworten. Was? Nun, gut. Lasst uns das doch unter vier Augen besprechen. Gebt mir nur einen Moment. Es handelt sich um eine interessante Geschichte. Ihr wollt sie womöglich nicht hören. Ebenso wenig wie die braven Bürger hier. Bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir möchten die Geschichte hören. Lasst den Verbanner sprechen. Erzähl es ihnen, Red. Jedes Detail. Ja, diese Geschichte beginnt mit einer Frage. Einer Frage an euch, Gouverneur. Und vielleicht an all die guten Seelen in New Eden. Wenn ich euch eine Hexe liefere, tut ihr mit ihr das Gleiche wie mit Deborah Comenius? Comenius, sagt ihr? Die Lehrerin ging Hand in Hand mit dem Teufel und hat den angemessenen Preis dafür bezahlt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nein, ich konnte viel über Deborah Comenius und ihren Fall in Erfahrung bringen und komme zu einem gänzlich anderen Schluss. Und zu welchem Schluss, bitteschön, seid ihr gekommen? Die Geschichte beginnt mit einem Mann, einem neuzeitlichen König Salomon. Als seine Untertanen von einer Seuche heimgesucht wurden, ersuchten sie ihn um Führung und Schutz, denn sie waren gottesfürchtig und der König fromm. Der Käpt'n des Königs mauerte die Kranken ein, aber die Seuche blieb. Die Menschen murrten, der König hatte Angst. Er brauchte einen Sündenbock. Hütet eure Zunge, Mr. McGrath, sonst verliert ihr sie und euren Kopf gleich mit. Es gab keinen Sündenbock, der Prozess war fair und gerecht. Ihr seid ein aufgeblasener Feigling. Ihr fürchtet jeden, der anders ist, auch wenn das nur menschlich ist. Es muss einen Richter geben, damit Ordnung herrscht. Ein Mann muss ein Urteil fällen, einer muss es vollstrecken. Gerade ihr solltet das wissen. Leben und leben lassen. Ich kümmere mich ausschließlich um die Toten. Und ich mich um die Lebenden. Diese Leute waren Sünder, mein Herr, und sie müssen zum Licht zurückgeführt werden. Das ist mein Auftrag, meine Pflicht. Gebt es zu! Ihr spielt mit Magie, die ihr nicht versteht. Herr, ihr seid ein Neider. Ich, mein Herr, bin müde. Ich habe meine Arbeit getan, meinen Vertrag erfüllt. Ich habe die Quelle des Fluchs gefunden. Das Gift unter dem Brunnen ist weg. Euch ist in keiner Weise dafür zu danken. Aha, es war also Gift. Die Waffe der Frevler, um den Willen der Leute zu schwächen. Was war's? Tollkirsche? Schierling? Fingerhut? Verrat! Verheimlichte Wahrheit, Geheimnisse und Lügen. Im Grunde also Schandtaten, eure Schandtaten. Die Schandtaten, die Deborah Comenius zum Verhängnis wurden. Die Schandtaten, die zu ihrem Tod geführt haben. Sie starb durch das Gemeinwesen. Sie starb durch uns alle. Und vor allem starb sie durch ihre eigene Schuld. Sie starb, weil sie nicht gestehen wollte, was sie nicht getan hat. Ich wollte sie nicht töten. Dummes, starkköpfiges Weib. Warum wollte sie nicht gestehen? Ich hätte Milde walten lassen können. Ich hätte ihr Gnade erwiesen. Ihr behauptet, eure Anhänger hätten euch dazu gezwungen. Für das Allgemeinwohl habt ihr ihre Mordlust erduldet. Ihr seid schuldig. Aber euer Motiv... Ihr fandet Gefallen an eurer magischen Hexenjagd, euren trivialen Ritualen. Ihr dachtet, man würde euch für eure Bescheidenheit und euer Können loben. Aber ihr habt weder noch. Jetzt steht ihr vor dem Scherbenhaufen. Und doch maßt ihr euch an, der Beschützer dieser Menschen zu sein. Ich
habe den Schuldigen ausfindig gemacht. Den Teufelsanbeter. Die Quelle des Bösen, die eure Gemeinde ins Verderben zieht. Es tut mir leid, mein Sohn. Das soll wohl ein Scherz sein. Das kann nicht Was, sein. Dieser Trottel? Oh, nein. Mein Sohn ein Hexer? Ihr wollt uns wohl auf den Arm nehmen, mein Freund. Legt Beweise vor oder zieht diese lächerliche Anschuldigung zurück. Nun wollt ihr also Beweise? Über Jahre hat Lemmy sich in eurer teuren Bibliothek voll mit verbotenem Wissen herumgetrieben. Aber er hat seinen Vater übertroffen. Er hat gelernt. Lemmy hat Caleb Watson das dunkle Ritual beigebracht, um sein geliebtes Weib von den Toten zu erwecken. Ich wollte doch nur helfen. Ich habe nichts Falsches getan. Nein, Herr, erbarme dich. Was eine Schande. Verflucht, der Junge war schon immer seltsam. Nein, nein, Lemmy ist ein guter Junge. Ich lasse nicht zu. Ruhig, Gouverneur. Euer Sohn hatte gute Absichten. Und seine Fehler, so schwer sie auch waren, haben den Brunnen nicht vergiftet. Vergebt mir, dass ich in einem Haus Gottes fluche, aber das ist doch ein verdammtes Affentheater. Habe ich euch je enttäuscht? Haben wir in finsteren Zeiten nicht durchgehalten? Habe ich euch nicht beschützt? Von seinem eigenen Fleisch und Blut hinters Licht geführt. Wie konnte er nur so blind sein? Vertrauen. Der Verbanner hat den Fluch gebrochen. Vor uns liegen sonnigere Tage. Ich wusste gleich, dass ihr und eure Dame für Ärger sorgen würdet. Seht nur, was ihr angerichtet habt. Treibt es nicht zu weit, Heskel. Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, eure Schuld zu begleichen. Das ist mehr, als ihr Deborah zugestanden habt. Seid verdammt, Verbanner. Die Bezahlung für die Aufhebung des Fluchs, sie ist unanfechtbar euer. Jetzt und in Ewigkeit. Ich freue mich darauf, euch nie wieder sehen zu müssen. Ihr solltet nicht darauf zählen. Meine Arbeit hier ist noch nicht zu Ende. Vergiss nach all dem nicht, dich auch mal auszuruhen. Ihr hattet die Macht, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten, aber stattdessen bliebt ihr tatenlos und habt das barbarische Ende abgewartet. Ihr habt den Fluch über New Eden gebracht. Dann habt ihr euch an uns Verbanner gewandt, damit wir eure Fehler für euch beheben würden. Ihr prahlt mit eurem Wissen über Dämonen und Geister, doch in Wahrheit wisst ihr nichts. Ihr stolziert herum wie ein eitler Gockel ohne Schneid. Ich bin nicht hier, um Gerechtigkeit walten zu lassen, aber euer Gouverneur hat den Tod mitgebracht. Er trägt die Schuld. Und ich werde sie benennen. Herr! Verflucht! Nein. Mein Eid! Meine Freunde, habe ich nicht stets die Interessen der Gemeinde über meine eigenen gestellt? Habe ich euch nicht beschützt? Euch nicht geliebt. Oh, Marv. Oh, Gott, oh.
Für immer fort. Ganz im Gegenteil. Wer wird uns dann beschützen? Ich kann das. Solange Mr. McGrath sich gegen den Fluch von Yuin stellt, werde ich die Menschen in den Harrows beschützen. Oder es zumindest versuchen. Wir sollten jetzt alle nach Hause gehen und um Vergebung bitten und um die Stärke, die Folgen unserer Taten auszustehen. Eure Bezahlung. Nur eine Schuld unter vielen, die mir mein Vater hinterlassen hat. Ihr solltet euch zuerst um eure eigenen Schulden kümmern, junger Haskell. Wie recht ihr doch habt. Vergiss nach all dem nicht, dich auch mal auszuruhen. Also, wie geht's weiter? Was hat Ceridine bei unserem ersten Treffen gesagt? Wenn wir den Einfluss des Nachtmaß genug geschwächt hätten, könnten wir seine Festung über die Leere betreten. Debras Kontrolle über die Siedlung ist geschwächt. Wir werden zu Ceridines Insel zurückkehren und dort über den Leerriss nach New Edentown zurückreisen. Einfach so, hm? Nun, ja, einfach so. Stört dich was? Überstürzen wir die Sache nicht etwas? Wir haben bereits zu viel Zeit verloren. Wir müssen den Nachtmar besiegen, schon vergessen? Manchmal hasse ich diese Welt. Noch eine freie Frau. Clever, sensibel, nett. Ermordet von einer feigen Meute. Zu schwach, sich ihrer Mittelmäßigkeit zu stellen. Feiglinge, die sich hinter falschen Tugenden verstecken. Und für was? Sie würden nicht mal ihren Namen nennen. Wieso? Wieso sie? Du hast es selbst gesagt. Deborah war ein Opfer ihrer Furcht. Das reicht mir nicht. Ihr Mord war nur einer von vielen. Warum müssen immer wir mit unserem Leben bezahlen? Andere Unschuldige mussten denselben Preis bezahlen. Ich weiß, wovon ich spreche. Das habe ich nicht gemeint. Aber trotzdem, danke. Als ich damals Kuba verließ, hätte mir alles Mögliche zustoßen können. Ich war aufgeweckt, frei, talentiert. Ich sprach die falsche Sprache, hatte das falsche Geschlecht, die falsche Hautfarbe. Und doch habe ich dem Leben getrotzt. Ich hatte mir so viel mehr von der Welt erhofft. Was für eine Anmaßung. Zu glauben, niemanden zu brauchen. Meine Mutter, eine erfahrene Curandera, zu ignorieren. Und stattdessen auf meine Schwester zu hören.
Die Freundin aus deiner Kindheit? Was ist passiert? Ich hatte wenig und wollte mehr. Das ist gefährlich, wenn man über Talente, wie wir sie haben, verfügt. Mir hätte alles Mögliche zustoßen können. Aber das ist es nicht. Aber es ist etwas passiert. Deborah, ist etwas passiert. Und an dir. Und jetzt... Jetzt bezahlen wir beide den Preis dafür. Du hast dein Leben noch. Was ist es noch wert, wenn ich von all denen geplagt werde, die ich ermordet habe? Es geht hier nicht um dich, Red. Das wollte ich auch nicht sagen. Hör mal zu. Das alles. Es ist nicht leicht, das zu verkraften. Wir sind beide erschöpft. Ich auf jeden Fall. Ich kann nicht müde werden. Ich weiß. Ich weiß, wie schwer es für dich ist. Du hast keine Ahnung. Überhaupt keine. Ich gebe mein Bestes, es zu verstehen, wenn du mich nur lässt. Wir müssen an uns glauben. Sieh uns doch an. Natürlich werden wir unser Ziel erreichen. Halt den Mund, Red. Halt den Mund. Es geht nicht um... Es geht nicht darum, was wir erreicht oder geschafft haben oder wie weit wir gekommen sind. Ich soll uns ansehen. Sieh mich an. Ich verabscheue, was ich geworden bin. Siehst du das nicht? Ich wollte nur helfen. Es tut mir leid. Hör auf, dich zu entschuldigen. Gute Nacht. Und her? Ich wäre mit dir gekommen. Nicht witzig. Jetzt muss ich zu Fuß zu dieser verdammten Insel laufen.